Mit Assad reden oder nicht? Es ist die zentrale Frage. Kann er Teil einer politischen Lösung sein? Europas Außenminister ringen seit Wochen um eine Antwort. Jetzt ist sie da. Ja, für einen politischen Übergang brauche man Assad. Ich schließe nicht aus, dass ich in naher Zukunft gemeinsam mit dem UN-Sondergesandten Gespräche mit Akteuren aus der Region führen werde. Das heißt, Vertreter des syrischen Regimes werden am Verhandlungstisch mit involviert sein. So wolle man, betonen die Außenminister, ein Machtvakuum vermeiden. Es ist ein diplomatischer Spagat, mit der syrischen Führung reden, ja, aber... Mit Assad zu arbeiten, kann nicht unsere langfristige Lösung sein. Wir können nur flexibel sein, was die Art und Weise und die Zeit seines Abgangs betrifft. Die EU-Außenminister pochen auf eine politische Lösung. Die sei nur mit geeinter Kraft möglich. Verbunden damit eine Warnung an Russland. Schluss mit den Alleingängen. Moskau müsse seine Luftschläge gegen moderate Kräfte in Syrien einstellen. Vor diesem Hintergrund ist es ein kleiner Fortschritt, dass sowohl USA wie Russland erklärt haben, dass man zur Vermeidung weiterer Risiken militärische Gespräche miteinander aufnimmt und abgleicht, sich gegenseitig verständigt. Kleine Schritte in der Syrienpolitik der EU. Nach 4,5 Jahren Krieg in Syrien versucht Europa noch immer, seine Rolle zu finden.